Können wir Roboter bald mit Gedanken steuern? Genau das versucht das Projekt Neurobots möglich zu machen. Was sie versuchen zu erreichen, erklärt Martin Völker. Er ist Doktorand an der Uniklinik Freiburg. Ich bin Martin, bin 26 Jahre alt, bin ursprünglich studierter Biologe und forsche einfach daran, Assistenzsysteme für gelähmte Patienten zu entwickeln und bin eben bei Wolfram Burgert und Tonio Ball. Okay, also wir sind hier gerade auf dem Gelände der Technischen Fakultät in Freiburg und in der sogenannten Roboterhalle. Das heißt, wir haben hier eine riesige ehemalige Hangarhalle, in der ganz viele Robotersysteme vorhanden sind. Und wir haben hier einen Versuchsaufbau aufgebaut, der quasi so eine kleine Wohnung simulieren soll. Zwei Räume quasi. In dem einen Raum gibt es ein Regal, wo Gegenstände sind. Und in dem anderen Raum wäre in dem Fall unser Proband, der eben diesen gelähmten Patienten darstellen soll, der die EEG-Kappe aufhat und ein Bildschirm, in dem er dieses Planer-Interface ansteuern kann. Er stellt sich diese Finger-Tapping-Bewegung wirklich nur vor und bewegt sich nicht. Genau, also wir benutzen hauptsächlich das EEG, also Elektroenzephalogramm ausgeschrieben. Das nutzt eben Elektroden auf der Oberfläche des Kopfes, um dann eben diese winzig kleinen elektrischen Signale auszulesen aus dem Hirn. Und dort soll er, der Patient oder Proband in dem Fall, ohne irgendwelche Bewegungen auszuführen, das Planer-Interface steuern und dort eben sein Ziel auswählen, was er denn haben möchte. Und jetzt mal angenommen, er möchte zum Beispiel ein Glas Orangensaft haben. Und wir haben das erfolgreich dekodiert aus seinen Hirndaten, indem er das gesteuert hat. Kommen jetzt die ganzen intelligenten Systeme ins Spiel, die jetzt wissen, okay, hinten im Regal in Raum 2 steht eine Flasche Orangensaft. Dann gibt es den mobilen Roboter, Omnirob genannt hier, der dann so angesteuert geplant wird, dass er dorthin fährt, diese Flasche greift, dann wiederum zu dem Probanden hinbringt, wo hier ein zweiter Roboterarm steht, der Iva. Der wiederum würde dann die Flasche Orangensaft greifen, das Ganze einchecken in ein Glas und dieses Glas auch wirklich zu den Probanden hinbringen und ihn trinken lassen. Und das könnte man sich jetzt mit verschiedenen Aufgaben vorstellen, mit etwas zu essen bringen zum Beispiel oder auch Hilfe rufen, alles was man sich vorstellen kann. Mit diesem Versuchsaufbau schafft es das Team nun, dass der Proband mit Gedankenkraft die Roboter bedienen konnte. Bis zum fertigen Assistenzsystem für Patienten ist es aber noch ein weiter Weg.